Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, wir fahren zuerst in den Saudi Grand Canyon. Danach geht es zu einer Filmkulisse und dann geht es nach Tabuk. Da muss ich nämlich noch das Höhenspiel der Achse einstellen bzw. was drehen lassen. Und danach geht es in mein Lieblingsort, nämlich in die Wüste, in die Hisma-Wüste. Okay, viel Spaß beim Schauen. Wir sind weiter unterwegs, schon wieder gefahren, 100 Kilometer, 150 Richtung Tabuk. Und da ist in der Nähe der Grand Canyon von Saudi-Arabien und den gehen wir jetzt anschauen. Wir stehen an diesem gigantischen Grand Canyon und da hat es Abbrüche, da geht es echt senkrecht runter. Ich filme mal nach vorne, weil selber traue ich mich da nicht mehr vor. Tja, und da ist einfach mal ein Stück das Gestein auseinandergebrochen. Krass. Es sieht aus, als ob die Erde brennt hier am Grand Canyon im Abendrot. Und da haben wir einen schönen Schlafplatz gefunden, zusammen mit Christian und Sibyl. Direkt hier kurz vor der Klippe. Heute habe ja ich mal Geburtstag. Hier stehen die Varios und jetzt ist gerade noch ein Geburtstagsgast gekommen, der Sebastian und Elli. Wir waren jetzt zwei Nächte am Grand Canyon hier in Saudi-Arabien und das ist eine Hoppelstrecke und jetzt hoppeln wir eben mal wieder raus, schön langsam. Als erstes fahren Sebastian und Elli mit ihrem Vario und dann der Christian und die Sibylle mit dem Vario. War praktisch so fast Vario-Treffen hier. Tja, ziemlich viele Steine, ziemlich viel Gewattel und da schaukeln wir jetzt mal hoch. Also die Nacht war kalt, deswegen ist dem Fahrer immer noch kalt, aber so eine Ruckelstrecke ist natürlich schon eine Herausforderung immer. Der Wüste in die Wüste, aber erstmal nach Tabuk und dann geht es gleich wieder in die Wüste rein. In Tabuk angekommen sind wir auf der Suche nach einer Dreherei, die Distanzscheiben machen kann, weil da Spiel ist, vorne bei den Vorderrädern. Und dann sieht das hier so aus. Hier ist eine Firma neben der anderen für PKWs, LKWs, Drehereien, Schlossereien und so weiter. Jetzt versuchen wir es mal hier. Ganz, ganz viele Maschinen gibt es. Vielleicht können die das machen hier. Der René bespricht gerade mit dem Chef, was er will. Ja, so sehen solche Firmen aus, ist aber keiner da im Moment. Denn es ist Ramadan und da wird erst wieder auch abends gearbeitet. Tagsüber machen die mittags. So, die sind sich einig geworden über den Preis und dass es dann jetzt gemacht wird. Jetzt fährt er da mal da rein. Da muss er noch was nachmessen und hier abbauen. Also die Garage reicht ganz knapp, dass er da rein kann. Nach vorne wird es immer weniger jetzt, so der Abstand. Mal gucken. Wir durften jetzt hier in dieser Halle stehen. Und zwar hier in der Einfahrt. Und René misst nochmal, damit auch der Distanzring letztlich echt passt. So, hier wird gedreht. Und der René guckt nochmal über die Schulter, was die so machen hier. Und messen. Jetzt
da ein Stück eingebaut, rasen wieder hin. Wir waren jetzt in Tabuk und da ist jetzt aber der Weg zu Ende, lauter Stacheldraht. Aber der René ist immer hartnäckig, der will unbedingt da durch. Jetzt fährt er noch die Steine um. Aber nein, wir müssen da jetzt drüber. Das kann nicht wahr sein, echt. Uiuiui, da denkst du, was der kippt, oh, hey. Oh Mann. Ja, die Suche nach dem optimalen Schlafplatz. Braucht es manchmal unwegsames Gelände. Wir sind immer noch in Tabuk bzw. außerhalb. Und haben jetzt da etwas Interessantes gesehen, mitten in der Wüstenlandschaft, und das gehen wir jetzt anschauen. Also das sieht aus wie ein halbes Fort. Also das ist schon älter, sehr interessant. Und der Herr, der uns gestern besucht hat, der ist auch da. Ich glaube, der wartet schon lang. Und nimmt mich wunder, was das mal war. So, jetzt geht's in den Innenhof hinein. Alte Türen. Ist zu. Auch zu. Also sehr interessant. Wir fragen jetzt gerade mit dem Google-Übersetzer, was das mal war. Hat ein bisschen was wie eine Filmkulisse. Vielleicht wurde hier mal ein Film gedreht. Hä? Aber ist wirklich ganz schön. Sind wir da mal inside? Ja, das ist, guckt euch das an. Du. Sehr aufwendig, diese Türen auch. Gehen wir mal diese Treppe hoch. Ich hoffe, sie hält. Das ist nämlich alles aus Lehm und Stroh gemacht. Oh, da geht es gar nicht weiter. Hä? Komisch. Also unterdessen haben wir einigermaßen rausgefunden. Da unten ist nur Styropor. Da sieht man mal, ja, wie das aufgebaut ist. Das war also tatsächlich eine Filmkulisse von NBC. Und etwa vor 5 Jahren, sagte, wurde das aufgebaut. Eben für einen Film, offenbar. Jetzt gehen wir mal in diesen Turm, der in der Mitte steht. Und da seht ihr, wie das aufgebaut wurde, einfach kulissemäßig. So funktioniert Hollywood. He? Schaut alles echt aus und innen ist es Holzgestell. Tolle Türen, gell? Die sind echt. Also sehr interessant, der fehlt halt. Auch für die Hunde interessant. Und auch hier sieht man wieder, wie das aufgebaut wurde. Da braucht der Schreiner vor allem. Ja, hinter den Kulissen sieht es dann so aus.
Das ist dann die Küche. Ja, und rundherum Wüste. Vielleicht kennt einer von euch den Film, mag sich erinnern an diese Kulisse. Wäre interessant zu wissen. Auch hier sieht man wieder. Also wir erkunden hier weiter die Gänge. Das ist echt spannend. Interessant. Da gibt es Stufen und dann gibt es oben einen Dachboden sozusagen. Tja, und da hat man alte Baumaterialien verwendet, aber auch Bauschaum und Plastik und Maschendraht. Und so wurde das. Da gibt es noch einen Innenhof, der sieht aus, als ob man das für Tiere vielleicht verwendet hat oder als Bühne, Theater, was auch immer. Also nach intensiver Google-Unterhaltung mit Übersetzer weiß ich jetzt, dass dieser Ort hier Shaivani heißt und diese Filmkulisse ja immer noch ganz gut erhalten ist. Tja, und hintenrum wieder alles nur Lug und Trug, nur Fassade. So ist das im Film. Hier nochmal ein kleiner Rundblick und wer jetzt den Film angucken möchte, dem ist ihm nun eingefallen, der heißt Dhikar, D-H-I-Q-A-R und ist wohl bei NBC gelaufen vor etwa 5 Jahren oder 4 Jahren. Ja, also wir gucken auch mal, ob wir ihn finden. So, für uns geht es weiter. Wir haben diesem Mann noch eine Toblerone Schokolade gegeben. Weil der war wirklich nett, hat uns gestern Abend auch noch was mitgebracht, was zum Essen. Und wir fahren jetzt in die Wüste hinein, in ein paar Kilometer geht es dann ab. Jetzt geht es ab in die Wüste hinein, in ein Tal entlang, dann zwischen die Berge. Ich habe ein paar Punkte und dann schauen wir mal, was es da zu sehen gibt. Also wir schwimmen hier durch tiefen Sand mit wenig Reifendruck. Nee, mit viel. Mit viel, noch zu viel, sorry. Viel, falsche Angabe. So, Konzentration, der Reifendruck ist jetzt niedrig. Bei ziemlich viel. Also hinten nur noch 2,5, aber wir haben auch viel zu viel Wasser hinten aufgeladen. Also soeben kam die Anordnung vom Chef, wir müssen heute duschen. Und Wäsche waschen und Haare waschen, damit wir weniger Wasser haben. Wir fahren jetzt in die Hisma-Wüste weiter und da ist alles voll Kamele. Schön, sie begleiten uns. Schöne Landschaft hier zwischen Felsen und Sand. So, erst Sand rutschen und schlittern, jetzt Hobbelpiste mit Steinen. Eine Düne runter. Und hier
hier haben wir wieder einen Wegpunkt. Ich weiß nicht, ob da Sehenswürdigkeit ist. Hier wieder eine Ziegenherde, eine schöne. Und die sind aber ganz alleine unterwegs. Gibt es gar keinen Hirten dazu. Was sich wohl dieses Kamel denkt, wenn wir hier anschaukeln und durchrutschen durch den Sand. Das ist Tiefsand hier. Da gräbt er sich durch. So, besser wieder jetzt. 22 Kilometer haben wir schon gemacht und es wird immer sandiger. Also in so einem Sandfestfahren geht natürlich mega schnell. Jetzt muss er nochmal Reifendruck ablassen und ausgegraben hat er schon, aber schauen, ob das jetzt geht hier. Der gräbt sich ein. Tja, eingegraben bis zum Differential. Tja, rückwärts so weit wie es geht, heißt die Devise. Mal schauen, ob wir hier rauskommen aus dem Ding. Ja, bist drauf. Und jetzt drüber, über die Fläche, wir rutschen durch, eieiei. Na, das schaut ja gut aus, weit genug zurück, damit wir Schwung haben für den anderen Weg. Wir haben uns nämlich hier verfahren an der Ecke und ausgerechnet im Sand stehen bleiben müssen. Oh, neuer Versuch und neues Glück. Diesmal den eigentlichen Weg, den wir fahren wollten. Ach, es ist so eine schöne Landschaft hier. Denke unüberwindbar, Weichsand, es geht richtig steil hoch. Ich habe es einmal versucht. Ich habe jetzt zwar den Reifendruck noch tiefer, aber ich glaube, man kann auch rechts um den Berg, zumindest gibt es da viele Spuren. Jetzt versuchen wir das mal. Hier ist fast kein Durchkommen, vor allem mit 350 Liter Wasser hinten drin. Das müssen wir heute Abend einen Teil davon loswerden. Wir fahren jetzt in einem riesigen, breiten Wadi hoch, haben zwei Wegpunkte da übersprungen. Das hat mir jemand gegeben und es ist kein Durchkommen. Und dann wissen wir auch, vor zwei Tagen ist jemand durchgefahren mit dem LKW und den Spuren, so gut wie es geht, folgen wir. Wir haben sie immer noch.
Wir haben schon 35 Kilometer durch Piste, Sandpiste. Und jetzt wird es langsam dunkel. Jetzt müssen wir bald mal einen Schlafplatz haben. Tolle Landschaft. Hier hat es geregnet vor nicht allzu langer Zeit. Deswegen blüht die Wüste. Wunderschön. Geht's da ins nächste Wadi, links, wir müssen links rüber. Unser Schlafplatz ist jetzt da, wo der Felsen die Sanddüne küsst. Wir passieren hier gerade diese Mega-Sanddüne und es geht weiter jetzt am Morgen hier durch den Weichsand. In dieser schönen Landschaft hier in der Hismar-Wüste, da hat es Felsen, das glaubt man nicht, wie die da so drin hängen. Schon voll gefordert hier. Da ist gerade mal besser. Wir umkreisen die Düne hier. Das ist eine geile Landschaft, echt Wahnsinn. Und volle Anspannung, ha? Ja, Weichsand. Ziemlich das Extremste. Jetzt sind wir mehrere Kilometer durch Weißsand gefahren, Flussbett, Wadi. Es war extrem, aber der Wari hat es gepackt, trotzdem, dass er 7,5 Tonnen hat. Und ja, es lohnt sich. Also der Fahrer braucht wieder Herausforderung. Wir nehmen nämlich die schräge Piste und nicht die gerade. Bergaufwärts. Jetzt hoffen wir, der Sand ist nicht so weich. Da ein bisschen weiter rechts hier wird es total weich, sonst tupft er. Oder wieder runter. Tja, da hat die Natur Gigantisches geschaffen hier. Da hängt auch ein Stein in der Luft, da hinten in dieser Spalte. Und da fahren wir an so schönen Dingen wie Schildkrötenköpfen vorbei. Also wenn man sich diese Berge
Berge anguckt, dann sieht das fast aus, als ob man hier irgendwie unter Wasser wäre, so speziell. Währenddessen fahre ich durch den Weichsand, das ist so weich. Und dann noch Bodenwellen. Jetzt hüpft er. Ah. Jetzt kommen wir in eine völlig andere Ebene, völlig andere Sandart. Der Sand ist auch besser, härter, ab und zu wieder weich, aber wunderschön. Da müssen wir hoch. Ich hoffe, der Sand ist nicht zu weich. So, Gas geben. Da ist ein Mann in dem Bogen. So was? Boah, bist du stark. Der muss auch überall hinklettern. Unglaublich. Der Mann. Da ist sie, die Sonne, kurz vor Sonnenuntergang. So, so ist es mit den Katzen, die auf den Baum klettern und dann nicht mehr runterkommen. Tja, soll ich die Feuerwehr holen? Geh halt rückwärts. Eine Kamelherde zieht an uns vorbei. Oh, schön. Wow, ist das schön. Im Abendrot zieht hier eine ganze Kamelherde vorbei. Wie eine Karawane. Und wie immer haben die so eine beruhigende Wirkung auf uns. Sie sind langsam, behäbig. Da der Camper und da der Hirte auf dem Kamel. Der begrüßt uns und seine Herde zieht einfach weiter. Wir machen Wüstenkino. Ja. So, hier machen wir mal einen Schnitt und im nächsten Video geht es dann weiter in der Hüsma-Wiste. Es gibt noch einiges zu sehen da und es hat vor allem noch ganz viel Sand für euch. Okay, Daumen hoch wie immer und bis bald.